Dieses Auge. Ja, es ist das Auge, was ich damals auf dem stürmenden Meer sah. Zidane, kannst du mich hören? Oh, Zidane, die Erinnerungen, die deine Augen wahrgenommen haben, sind deine eigenen, nicht die Garnets. Wie soll ich denn das verstehen? Ich habe doch gar keine Erinnerungen an irgendein stürmisches Meer. Du scheinst noch nicht zu begreifen, aber du wirst es bald. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Soll das heißen, dass ich auch fremde Erinnerungen besitze? Rede, Garland! Es besteht keine Eile. Wenn du bereit bist, die Wahrheit zu akzeptieren, werden die Antworten von selbst kommen. Zu der Zeit, wo der alles zerstörende Krieg kurz vor dem Ausbruch stand, wurde eine gigantische Kraft beschworen. Eine Kraft, die so groß war, dass sie von den Beschwörern selbst nicht gezügelt werden konnte. Das Volk fürchtete sich vor dieser zu mächtigen Kraft, teilte die Kristallperle in 4 Stücke und verschwand, hoffend, diese Kraft bis in alle Ewigkeit verbannt zu haben. Obwohl, nein, es ist eine Ewigkeit, keine Ewigkeit. Okay, also er spricht da von den Schatzkristallen. Und wieder ein Kampf. Schauen wir mal. Ah, das ist schon wieder ein Boss. Scheiße. Naja, schauen wir mal. Wir haben überhaupt keine Chance zu speichern. Ich werde jetzt mal kurz ganz dreist nebenbei mal hier aufmachen und gucken, ob hier irgendwo nochmal ein Speicherpunkt kommt oder ob wir wirklich zurücklaufen müssen. Ich fürchte, wir müssen zurücklaufen. Da kommt nämlich so schnell kein Speicherpunkt mehr. So, warum gibt er uns Levitas? Ach, weil er Windangriffe macht wahrscheinlich. Ja. Dadurch werden wir anfälliger für Windangriffe. So. What? Okay, Mahagon greift nie wieder an. Dann kriegen wir das mal, gucken wir mal, ob wir, was das alles kann. Fügt physischen Schaden zu, erteilt Wiedergeburt und Regena. Dann machen wir mal das. Zidane ist weg. Scheiße. Okay. Jetzt haben wir einen, der ihn heilt. Und einen, der nicht angreifen kann. Und einen Schwächling. Es ist gerade kacke. Okay. Sanctus. So. Schauen wir mal. Oh, ist das scheiße. Dann wirft er mal. Wir haben ja genug Zeug zum Werfen. Vollmondring. Hauen wir mal rein. Anders kriegen wir uns jetzt hier nicht durch. Gemogelt. Wir müssen irgendwie mogeln jetzt. Weil das normale Angreifen nicht funktioniert. Turbine. Oh Gott. Okay. Du heilst. Ach, so werden wir morgen noch nicht fertig. Ach, so werden wir übermorgen noch nicht fertig. Ich hab die Luschenbrigade. Morgenschein. Werfen wir das. Wir können ja die Waffe nicht wechseln. Das ist so eine Scheiße. Was habe ich denn für ein Element da drauf? Das muss ja dann irgendein Element sein. Okay, wie sieht's aus? Dann können wir nochmal mit Sanctus probieren. 2600? Na, großartig. 2500? Ja, sehr gut. Ja, gucken wir mal, was Dunkelschweif tut, wenn wir den schmeißen. Achso, Angriff. Muss ja was tun. Muss ja nur nicht nur hinstarren und hoffen, dass irgendwas, dass es irgendwann vorbei ist. Scheiße. Mann. Das gefällt. Naja, gut. Wenigstens kann sie ziehen ein bisschen mehr ab. Genau. Und was sagst du dazu? Ach, dann schmeißen wir die. Wir schmeißen Dunkelschweifen, sind's. Sollen wir mal gerade. Ich will sie jetzt mal gerade aufheben. Stärke saugen, okay.
Stärke ist ja jetzt, bringt ja jetzt so, so relativ lala. Weil er eh schmeißt. Das sollte egal sein. Okay, wir sind alle voll geheilt. Da mache ich mir da keine Gedanken. Okay, Zaubersaugen. Wir werfen ganz brav. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen sollte. Keine Ahnung. 2-7, das ist okay. Das könnte besser sein. Dunkelschweif. Und 3-5, das war doch eben viel besser. Na, er hat ihm die Stärke gesaugt. Lavitas. Warum heißt es Lavitas? Ich habe das Gefühl, dass wir das gleich brauchen werden. Dunkelschweif. Atemstoß. Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Wie kriegen wir das denn jetzt geregelt hier? Oh Gott! Okay. Weil gespeichert haben wir das letzte Mal vor 3 Jahren. Oh. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Es geht nur mit Werfen und mit Sanctus. Oh. Okay. Er müsste ja... Oh, das gibt so keinen, ey. Oh, und ich habe keinen Bauer, so weit ist das. Oh, so weit jetzt. Ja. So, sie heilt ihn jetzt erstmal. Oh, ist das scheiße. Oh, ist das scheiße. Ja, jammer, jammer, jammer. Hilft jetzt auch nichts. So. Stärke saugen. Okay. Also, wir machen jetzt erstmal... Sanctus kriege ich nicht mehr hin. Also, wirfst du jetzt ein Elixier auf dich. Und du wirfst jetzt ein Elixier auf dich. Es reicht jetzt mal hier. So. Die braucht zwar kein Elixier, aber das ist mir jetzt mal gerade kackegal. Weil wenn ich draufgehe, interessiert es eh keine Sau mehr, ob ich dieses eine Elixier noch habe oder nicht. So. Werd jetzt böse hier. Und jetzt kriegt er erstmal Sanctus reingepfeffert. Ich meine, das wird jetzt nicht mehr viel nützen, weil er die ganze Zeit eher den Dings wegzieht. Oh nein. Sie ist die Nächste. Ich weiß auch nicht, wie man dann von dem Lavitas wieder runterkommt, ob das irgendwie eine Chance macht. Jetzt kriegt er wenigstens nochmal Sanctus auf die Nase. Aber wenn er dann 4 Leute wegpustet aus dem Kampf, dann sind wir halt einfach weg. Dann kommen wir halt wieder. 1400 zieht es nur noch ab. Ist so verarscht. Was ich mich jetzt irgendwie gerade so im Moment frage, warum jetzt macht er diesen komischen Schnauf links. Ich ruf mal jemanden. Erde. Ob Erde da was nützt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir probieren es einfach mal. Obwohl, doch, das ist Erde. Erdbasiert. Ich meine, unsere Magie ist jetzt halt relativ weit unten, aber vielleicht bringt es ja irgendetwas. Auf geht's. So sieht Moru jetzt aus. Finde ich auch irgendwie lustig. Hat sich ein bisschen verändert. Hat aber noch Flügelchen. Oh, nee, haben wir es geschafft. Oh. Ich fass es nicht. Wir haben es echt geschafft. Keine Punkte, ja. Ist mir auch gerade egal, wenn ich ehrlich sein soll. Bin einfach nur froh, dass wir es durch haben. Und ich möchte gerne... Ganz ehrlich, ich laufe jetzt zurück und speichere. Ich gucke jetzt mal gerade noch in das Auge rein. Okay, Moment. HP-technisch sieht das eigentlich okay aus. Das einzige. Echokraut, okay. Ach, das ist doch alles scheiße.
Ich wette, wir finden keinen einzigen Speicherpunkt. Bevor wir beim Endkampf. Alter Schwede, ey. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das trotzdem geschafft haben. So. Jetzt ein Schlag. So, und dann hoffen wir, dass wir das Vieh mit einer Runde durchgezockt haben hier. Oh Gott, ist das furchtbar. Ist das furchtbar? Auf, Igaloppi. Komm schon, tu mal wer was. Ja, er kontert halt immer mit seiner Kacke. Das nervt. Ich bin jetzt auch so ein bisschen pissig, weil ich keinen Speicherpunkt bekomme. Und das nervt mich, weil ich nämlich so das blöde Gefühl habe, dass wir erstmal alle vier Wächter durchziehen müssen, bevor wir wieder einen scheiß Speicherpunkt kriegen. Und das ärgert mich halt voll. Weil ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwo noch ein Speicherpunkt war. Aber ich weiß nicht mehr wo. Das nervt mich voll. Ich meine, die Folge, wie gesagt, ich werde sie geschnitten haben, so wie ich mich kenne, dass ich da zwei Folgen draus gemacht habe. Vielleicht sogar drei mittlerweile, wer weiß. Hat ja hier alles keinen... Bringt ja alles hier nichts mehr. Aber aufhören. Mann, das Einzige, was ich wollte, ist ein Speicherpunkt, damit ich leveln kann. Ich wollte leveln. Mega, 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 mega. Ich höre jetzt auf zu meckern. Das ist ein wunderschönes Spiel. So, wir haben auch wieder ein paar Level-Ups gekriegt. Leider klickt man dann so schnell, dann sieht man das nicht. Aber ich habe leider keine Lust, das immer zuzugucken, wie die Zahlen da... Okay. Speicherpunkt? Oh, was war da? Oh, bitte! Okay, ich wollte nicht mehr meckern. Es tut mir leid. Wie kann ich das Meckern abstellen? Ich werde... Ach, dieses Vieh. Okay, das haben wir ja eben relativ schnell versorgt gehabt. Refleck. Ja, Refleck interessiert mich relativ wenig. Habe ich eben schon mal gesagt. Den Schief. Oh Gott. So. Ach, Styler, du warst aber mal besser. Kann das sein, dass wir hier keine AP mehr kriegen? Auf Aiko ist es okay. Die greift jetzt sowieso nicht an. Er hat eh Refleck drauf. Die anderen sind jetzt wichtiger. Oh, das ist ein Zauber, der mir nicht so zusagt. Und der funktioniert wahrscheinlich auch noch. Natürlich tut er das. So. Wir haben Aiko dabei. Dann sollten wir uns keine Todesurteil... Ach, Mann. Ja, wie gesagt, Tod ist hier so ein vorherrschendes Thema. Und von daher wird das doch das öftere Mal wieder auftauchen. Es gibt, glaube ich, auch einen Todschutz, aber ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, wir konnten C-Day nicht mehr wiederbeleben. Machen wir dann gleich direkt hier nach. Ja, Mahagon, du hast es geschafft. Wir haben eine Aschur-Karte, haben wir, glaube ich, eben schon mal eine bekommen. Kann man auch noch mal in unser Kartenarsenal demnächst mal reinschauen. Okay. Weil es halt auch ganz wichtig ist, dass wir uns hier halt auch noch mal irgendwann intensiver umgucken, denn hier liegen auch noch ein paar Sachen rum, die halt wichtig sind. So. Oh Gott. Immer noch kein Speicherpunkt. Ich möchte gern weinen. Ich spiele durch bis zu diesem fucking Speicherpunkt, der jetzt kommt. Hoffentlich. Wenn dann da nicht wieder irgendein Wächter uns dazwischen funkt. Ein Ahriman. Ich habe jetzt Sidane eben extra nicht im Dingsrums geheilt, damit die gute Aiko jetzt was zu tun hat. So. Wir gehen jetzt einfach mal ganz fest davon aus, dass er keinen von uns trifft mit seinem Todesroulette. Na, irgendwer wird getroffen werden. Das ist... Ach, natürlich, Aiko, wen sonst? Gerade die, die ich jetzt gebraucht hätte zum Heilen. So ist das. Dann hacken die anderen halt jetzt erstmal drauf. Ach, das war's schon. Ja, okay. Ach, ihr Lieben.
wenn es dann nicht so läuft, wie es soll, Todesklinge gelernt. Für den haben wir jetzt aber, glaube ich, auch nicht mehr viel, ne? Mal doch gleich nochmal nachschauen, aber ich meine, da war nichts mehr. Waffentechnisch. Erstmal beleben wir die gute Aiko wieder. So, das reicht erstmal. Wie gesagt, das kann sie nachher mit Zauber erledigen. Runenschwert. Donnerklinge, Schocker. Dann kriegt er das Starke wieder. Da lernt er noch was. Ansonsten machen wir mal optimal. Und dann gehen wir hier wieder auf das, was er lernen kann. Da war es immer hast. Okay. Weiter geht's. Oh, ungutes Gefühl. Ich heile uns doch mal. Ja, den anderen sieht's gut aus. Ach, Moment mal. Ich könnte aber auch mal gucken, ob wir eventuell... Ach, Quatsch. Ability. Ob wir noch irgendwas reinpacken können, was uns jetzt irgendwie... Geld und Leben, Ability, Abbrocher nicht, Autopotion, Überfallen, Clown-Tour, obwohl Überfallen können wir eigentlich wieder reinpacken. Obwohl mir lieber was wäre, was unsere Stati verbessert. Was haben wir denn noch drin, was wir nicht so bräuchten? Kannibale, Exorzismus. Was macht denn das hier nochmal? Okay. Lehre der Ninja, gleiche Angriffsbedingungen aus vorderer und hinterer Reihe. Stärke, Bonus. Immer hasst wäre natürlich auch so ein Ding, was geil wäre. Naja, gut, dann kriegt er halt mal nix. Was kann man bei ihr machen? Gift und Galle, das legen wir bei ihr an. So, Trefferquote von physischen Angriffen steigt. Das wäre nicht schlecht. Kriegt er auch. Und er kriegt auch nochmal Tontauben. So, jetzt sieht das Ganze nämlich nochmal wieder ein bisschen anders aus. Was? Sieht aus wie die Verschmelzung von Terra und Gaia, hä? Huh? Zwei Monde. Nein, keine Monde. Aber ich kenne diesen Anblick irgendwoher. Es ist der Planet Gaia. Euer Planet. Und Terra bei seinem Versuch, Gaia zu verschlingen. Vor 5000 Jahren war die Lebenskraft des Planeten Terra bereits fast erloschen. Es wurde nach einem neuen lebenden Planeten gesucht, um ihn zu übernehmen. Aber auf dem ausgewählten Planeten Gaia war bereits Leben vorhanden. So hat alles begonnen. Genau das gleiche Bild haben wir in Eulwerth gesehen. Das Leben Terras war am Erlischen. Zeit für große Überlegungen war nicht mehr vorhanden. Und aufgrund der gewaltsamen Verschmelzung wurde Gaias Zivilisation damals völlig vernichtet. Aber das gealterte Terra war bereits zu schwach, um sich Gaia anzueignen. So entschied ich mich, den Baum Iphas zu erschaffen, der langsam die Seele Terras in den Kreislauf Gaias einflößen sollte. Ja, aber wenn der doch damals alles Leben ausgelöscht hat, dann... Hä? Wo kamen die dann jetzt alle wieder her? So, ne? Ist das so nach dem Etwas-hat-überlebt-Prinzip? Obwohl das Bild so im Hintergrund mit diesen zwei verschmelzenden Planeten eigentlich ziemlich cool aussieht, finde ich. So, die liebe Aiko hat mal wieder Sendepause. Was macht der da? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Angriffskraft ist gestiegen. Ja, das soll mir recht sein. Solange die Verteidigungskraft nicht steigt. Ich könnte mal. Was ist denn das nochmal? Klaut vom Gegner einen Jadestein. Das braucht keine Sau. Ganz ehrlich, das braucht keine Sau. Das ist so ein Platz in der Zauberliste, der für Analyse zum Beispiel hätte verwendet werden können. Alles andere ist totaler Schwachsinn. So, soll ich ihm doch mal Sanctus überschmeißen? Ach nee, brauchen wir nicht. Okay, so schwer ist er nicht. Ach ja, falls ihr euch mittlerweile gefragt haben solltet, warum mit Quina nicht, gesammelt und gemacht und getan habe. Ich muss nur noch Frösche mit ihm sammeln. Das Einzige, also die Ability, die ich haben wollte, durch Fressen, die habe ich. Das ist Hammer. Ich hatte nur irgendwie in Erinnerung, dass das Magiehammer heißen muss. Aber das muss es gar nicht. Es heißt einfach nur Hammer.
Ich kann gerade auf diesem komischen, verdrehten Ding kann ich überhaupt nicht laufen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, also es heißt nur Hammer und das ist das Einzige, was wir benötigen, wenn wir zu Osma nachher gehen wollen, der nicht Osma heißt. Ich weiß es, aber ich kann es leider, ich weiß nicht, wie sonst wie. Ich weiß den deutschen Namen nicht, es tut mir leid, weil mein Guide halt Englisch ist. André! So. Was hat er denn da gemacht? Das kann ich aber nicht tolerieren, kann ich das? Hat er mich einfach auf ein HP runtergezogen, der Drecksack. Das Blöde ist halt, warum ich nicht so gerne zaubere. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die halt eher mit den Magiern rumlaufen und die halt mehr Spaß daran haben, auch mal einen Magier mit im Team zu haben. Mir dauert es einfach zu lang. Ich mag halt, wenn die Kämpfe schneller vonstatten gehen und mir dauert dieses Zauber auswählen und dann Zauber ausführen und so weiter, das dauert halt einfach wesentlich länger, als einfach mal kurz drauf zu kloppen. Dafür bin ich dann halt einfach zu ungeduldig. Und deswegen kloppe ich halt lieber und bin dann halt mehr so derjenige, der mit den normalen, starken Gegnern rumläuft. Ich meine, jeder ist da unterschiedlich. Man kann ja Final Fantasy auch mit verschiedenen Taktiken spielen. Man kann jetzt halt natürlich durch die Gegend laufen und nur Magier benutzen. Was wir im Endeffekt bei Osma ja auch machen werden, habe ich ja schon erwähnt, dass man da halt nur oder hauptsächlich halt mit den Magiern hingeht. Und, mal gucken, wie weit wir hier mit den Level-Ups sind. 53, 53, 55, 59. Ich weiß, dass ich mich damals, glaube ich, auf 92 hochgelevelt hatte oder auf 90. So, aber... Ein Speicherpunkt! Wir sind gerettet! Zelten, ja. Hier werden wir jetzt zelten, hier werden wir jetzt speichern, hier werden wir jetzt eine Pause machen, denn die liebe Gilwin wird jetzt leveln, so viel wie möglich. Und dann werden wir uns wirklich dem, denke ich mal, ich weiß es noch nicht genau, ob wir uns doch vielleicht erst die anderen Waffen holen sollen. Ich muss mal gucken, ich überlege mir das. Aber definitiv werde ich jetzt das hier beenden, diese Aufnahmesession, weil das doch nicht so gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber wir haben mit Zidane nur ein einziges pupsiges Level erhalten. Und das ist so ein bisschen kacke, aber... Leveln, leveln, leveln ist jetzt angesagt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, ob wir halt entweder zum stärksten Gegner des Spiels gehen oder ob wir uns doch erstmal hier noch durch Memoria durchwursteln. Ich bin noch nicht sicher. Wir werden sehen. Oh, ich bin mich am Strecken. Entschuldigung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.